Feurig, pfeffrig, Bangkok Street Food Style Feeling, Pad Krapao, genau das gibt's im heutigen Video zu sehen. Das Pad Krapao ist einer der berühmtesten Gerichte der traditionell thailändischen Küche und gibt meiner Meinung nach extrem viel her für das, wie einfach es gemacht wird. Also, my dear cooking friends, auf geht's ins Vergnügen zum heutigen Rezept des Pad Krapao Gerichts. Ich fange damit an, dass ich den Chilischoten den Stiel abschneide. Ups, kleines Stielchen vergessen. In den Mörser gebe und zerdrücke. Danach kommen die Knoblauchzehen dazu und das Ganze wird zu einer groben Paste weiter zerdrückt. Und jetzt, meine Cooking Friends, zeige ich dir, wie du die Soße für das Pad Krapao machst. Und zwar schnappe ich mir eine kleine Schüssel und gebe folgende Zutaten der Reihe nach in diese Schüssel hinein. 4 Esslöffel helle Sojasauce, 4 Esslöffel Oyster Sauce, 2 Esslöffel dunkle Sojasauce, 4 Esslöffel Fischsauce und 1 bis 2 Teelöffel braunen Zucker, 3 bis 4 Esslöffel Wasser. Ich rühre die Zutaten so lange um, bis sich der Zucker vollständig gelöst hat. Bevor es ans Anbraten geht, nehme ich mir das Rindfleisch. Ich habe hier ein Beiret und dieses Stück Fleisch schneide ich in kleine Stücke. Als nächstes schnappe ich mir die Zwiebel und schneide sie in kleine Würfel. Danach kommen noch die grünen Bohnen. Diese schneide ich in etwa einen halben bis einen Zentimeter große Stücke. Jetzt aber los mit dem Anbraten. Dafür nehme ich mir eine Wokpfanne und drehe den Herd auf etwas mehr als mittlerer Hitze auf und gebe etwas Öl rein. Danach kommt die Chili-Knoblauchpaste dazu und wird so lange angebraten, bis der Knoblauch anfängt, sich goldig braun zu verfärben. Als nächstes kommt das Rindfleisch dazu und ich brate alles so lange an, bis das Fleisch eine etwas bräunlichere Farbe angenommen hat. Anschließend gebe ich die Soße hinein und brate die Mischung unter ständigem Rühren für weitere 7 bis 10 Minuten. Jetzt gebe ich die Zwiebeln und grünen Bohnen ebenfalls dazu und lasse alles unter ständigem Rühren für weitere 6 bis 8 Minuten auf mittlerer Hitze brutzeln, bis das Fleisch vollständig durch ist. Bevor ich den Thai-Basilikum dazugebe, nehme ich die Wokpfanne von der Herdplatte. Ich gebe erst dann den Thai-Basilikum dazu, damit die Aromen erhalten werden und rühre alles gut um. Für die Zubereitung des Eis habe ich reichlich Öl in die Wokpfanne gegeben und die Herdplatte auf höchster Stufe aufgedreht. Ich mache den ultimativen Test, ob das Öl heiß genug ist, indem ich ein Stäbchen ins Öl tauche und falls kleine Bläschen rund um das Stäbchen ersichtlich sind, ist es soweit. Ich cracke das Ei ins Öl und lasse es so lange im Öl brutzeln, bis das Eiklar Bläschen zeigt und das Eidotter noch schön runny ist. Das Pad Krapao wird traditionell gemeinsam mit Reis serviert und so auch genossen. Fürs Anrichten gebe ich auf der einen Seite des Tellers eine Portion Jasminreis und auf der anderen Seite kommt das Pad Krapao. Und obendrauf noch das super leckere Spiegelei. Jetzt heißt es gemeinsam kosten und darauf freue ich mich wie immer sehr. Ich starte gleich mit dem eigentlichen Gericht, mit dem Pad Krapao. Die Kombination mit der Sojasauce, mit der Oyster Sauce vereint sich super gut und kreiert einen hervorragenden Umami-Geschmack. Das ist absolut lecker.
Der Thai-Basilikum parfümiert das Gericht mit einer leichten Pfeffer-Nelkennote. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Die Schärfe mit 4 Chilischoten ist für mich perfekt, also leicht feurig. Das Ei ist super gut gelungen, denn das Eidotter ist schön runny, genauso wie es sich für dieses Gericht gehört und taucht hervorragend in das Gericht ein. Wenn ich das Gericht jetzt mit dem Reis gemeinsam esse, da fällt mir auf, was ich voll gern mag, dass durch den Reis die Schärfe etwas ausbalanciert wird und das ist einfach hervorragend. Falls du dir jetzt denkst, thailändische Gerichte, davon könnte ich mehr haben, dann schau dir bitte gerne dazu mein Video zur Tom Kha Gai Suppe an, was ich hier oben irgendwo verlinke. Und ansonsten, my dear cooking friends, freue ich mich schon riesig auf das nächste kulinarische Erlebnis auf YouTube mit dir.